Ein Arbeiter verfügt über 110 cm lange und 88 cm breite Metallplatten. Er hat die folgende Anweisung erhalten: Schneide aus diesen Platten möglichst große Quadrate, alle identisch, deren Seitenlänge eine ganze Anzahl Zentimeter beträgt. Und zwar so, dass kein Verlust entsteht. Frage: Wie viele Quadrate wird es pro Platte geben? Hier ist solch eine Platte und wir sollen Quadrate herausschneiden ohne Abfall. Natürlich suchen wir dann den größten gemeinsamen Teiler von dieser Länge 110 und von dieser Breite 88. Die Primfaktorenzerlegung erfolgt sehr schnell, denn 110, das ist 11 mal 10, also 11 mal 5 mal 2. Und 88, das ist 11 mal 8, also 11 mal 2 mal 2 mal 2. Den größten gemeinsamen Teiler von 110 und 88 finden wir also raus durch 11 mal 2. Der größte gemeinsame Teiler ist also 22. Was bedeutet? Es wird 110 geteilt durch 22, das heißt 5 Quadrate auf einer Länge geben und 88 geteilt durch 22, das heißt 4 Quadrate auf der Breite geben. Also so. Was also bedeutet, insgesamt haben wir 5 mal 4, das heißt 20 Quadrate pro Platte. Und das bedeutet, dass Antwort D die richtige ist. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.